I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. So, Freunde, was geht ab? Domage ist am Start mit der 10. Episode von Road to Love, Freunde. Es ist so verrückt, wie die Zeit vergeht. 10. Folge! 10. Folge, das heißt, seit 2,5 Monaten mache ich schon jede Woche am Sonntag diese Serie. Absolut krank, dass wir schon so weit sind. Und heute ist auch eine, ja, recht spezielle Folge, denn wir werden heute die Sniper abschließen und die komplette, ja, Sniper-Kategorie auf dir Mann bringen. In der vorletzten Episode waren ja die KBS Longbow und die EBR 800 dran. Ich habe es ja in der Episode damals nicht auf Gold geschafft, aber Freunde, Hausaufgaben John ist natürlich am Start und ich habe da nachgearbeitet und beide, hier einmal die KBS und hier die EBR, auf Gold gebracht. Ja, bei der Widowmaker sind wir auch schon auf einem ziemlich guten Weg. Da habe ich die Fernkämpfe alle schon gemacht, da habe ich die Headshots alle gemacht. Richtig nice. Da fehlen uns noch 9 Dreier-Streaks, ohne zu sterben. Es ist gerade Freitag, wo ich aufnehme und ich werde jetzt ganz entspannt die Waffe auf Gold bringen. Oldschool, ohne Challenge, einfach FFA, gechillt, die Waffe auf Gold bringen. Dann werde ich pennen gehen und denke ich mal am Samstag oder Sonntag, dann die nächste Sniper machen, nämlich die DMR1. Und ihr seht schon, die DMR1 ist erst verfügbar ab Spielstufe 50. Wir sind gerade Level 46, das heißt, wir müssen noch ordentlich sweaten, weil ich habe die DMR1 noch nicht einmal gespielt in dem Spiel. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, Freunde, und sehen uns in der ersten Runde mit der Widowmaker. So viel Pech, Freunde. Was ist das für eine... belastende Lobby, ey. Wieder der Franzose. Der ist da hinten so schön am Patrouillieren. Das ist unfassbar. Das ist jetzt echt gerade so ein behinderter Vorführeffekt. Ich hab wirklich richtig rasiert mit der Sniper. Und jetzt... Oh, wir haben... Ey! Jetzt reizt langsam aber mal mit Hitmarkern. 1, 2, 3. Ey, Digga, ich gebe nur noch Hitmarker. Liegt's daran, weil ich Vollmann... Nein, es kann nicht daran liegen, aber... Sollen wir doch mal einer erklären hier, wieso ich gerade nur Hitmarker gebe? Das ist doch recht. Ätzend ist es! Nice. Dreier-Streak. Numero 2. Zack. Nur, es hört nicht auf! Jungs, liegt das am Diskant? Nein. Nein. Na, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll. Ich schieße ihm in den Kopf oder in die Brust. Nö, nee, ist schon ein Hitmarker. Und Freunde, ihr müsst mir jetzt nicht in die Kommentare schreiben, John, das liegt am Schalldämpfer, du spielst ja die epische Variante und die hat einen Schalldämpfer. Nein, ich habe diese Variante die ganzen scheiß Tag gespielt und die Waffe ist so abgegangen und hat irgendwie nie Hitmarker gegeben und jetzt ist 95% der... Oh nein, 95% der Schüsse ein Hitmarker. Einer noch, komm, active an. Wollen wir auf safe gehen. Zack, Dreier-Streak Numero 3. Kriegen wir den noch? Nein. Nice! 4. Streak am Start. Oh Gott. Zack, noch einen für die nächste. Zack, nächste. Ich hab's vercheckt. 5. Keine Ahnung. Nein! Active, komm. John. Oh, One. Schmeckt. Ja, komm. Erik, box mich tot. Box mir ins Gesicht. Was ich natürlich total vercheckt habe zu sagen, Freunde, ist, schreibt mir Challenges für die nächste Episode. Ey, ist so verplant. Für die nächste Episode Challenges und Klassen-Setups. Ganz wichtig, auch Klassen-Setups.
Vorrangig sollen die Klassen-Setups drankommen, deswegen schreibt mir Klassen-Setups für die Schrotflinten, für die Reaver und für die Banshee jetzt in die Kommentare. Klassen-Setups und Challenges, das wollte ich nur noch kurz gesagt haben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viele uns noch fehlen. Es fehlen uns noch 3 Dreier-Streaks. Zack. Der checkt auch gar nicht. So, Dart-Birne. Oh, Dreier-Streak. No-Scope. Goldene Tarnung. Müsste jetzt. Ah, nee. Oh, ich bin so ein Hurensohn. Ich habe wirklich ein absolut kleines Kurzzeitgedächtnis. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wir brauchen natürlich noch eine Dreier-Streak. Wow. Zack. Ein Kill noch. Komm, Active. Ma, bleib stehen. Nice. Das müsste es gewesen sein. Genau. Neon-Tiger-Tarnung und Gold-Tarnung, Freunde. Das heißt, es fehlt uns jetzt nur noch die DMR-1 für die Diamant-Tarnung für die Sniper-Gewehre. So, Freunde, was geht ab? Es geht weiter mit Road to Solar. Es ist gerade, wo ist die Uhr? Es ist gerade 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist gerade 19.45 Uhr. Es gibt einen kleinen Break, denn ich habe endlich das Level 50 erreicht, Freunde. Das heißt, ich kann jetzt endlich anfangen, mit der DMR1 auf Headshots und auf die ganze Scheiße zu gehen. Boah, Alter, es ist gerade, wie gesagt, 19.45 Uhr am Samstag. Morgen Sonntag soll die Folge oben sein, ihr wisst es, Freunde. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie lange wir jetzt hier noch brauchen werden. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier sieht man auch, das Prachtstück ist auf Waffenstufe 1. Ich habe wirklich noch nicht einen einzigen Kill. Doch, 3 Kills. 3 Abschüsse habe ich mit der Waffe schon gemacht. Boah, Alter, da steht mir jetzt noch einiges davor. Und ich bin ehrlich gesagt auch gerade schon ein bisschen im Arsch, weil ich spiele bestimmt schon seit 3 Stunden gerade auf dieses Dreckslevel 50. Dann habe ich heute noch, ihr seht es hier vielleicht, 2 Videos hochgeladen. Boah, der Grind ist auf jeden Fall richtig schwierig, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in-game, wenn ich hoffentlich schon ein bisschen was getan habe für die DMR1. So, Jungs, da sind wir wieder. Es ist mittlerweile 23.46 Uhr. Ich saß jetzt wirklich seit der letzten Aufnahme 4 Stunden lang an der DMR1 und ich habe einiges geschafft, Freunde. Ich habe einiges geschafft. Wir haben 116 Headshots geschafft. Und wir haben 7 Fernkämpfer geschafft. Das ist, denke ich, meine Hausnummer. Also wir haben schon ordentlich vorgearbeitet hier. Ich denke, den Rest werde ich dann morgen machen. Jetzt werden wir aber erstmal die Challenge mal zu der DMR1. Die Challenge für die DMR1 lautet, dass wir mit dieser ekelhaften, hässlichen Klasse hier, mit LV-Schalldämpfer, mit dieser Ranzklasse, müssen wir jetzt einen Roboter erspielen in Team Deathmatch, Freunde. Ein Roboter mit dieser Klasse. Ich habe gerade eine Challenge mit in FF aufgenommen mit der Klasse. Die Challenge war aber ein bisschen langweilig, so. Deswegen nehme ich jetzt die Roboter-Challenge auf. Und ich glaube, das ist der größte Fehler meines Lebens. Und ich werde absolut jetzt 3 Stunden für den scheiß Roboter schwitzen. Aber da geben wir einen Fick drauf. Let's go. Digga, was ist mit dir, du Bastard-Gockel, Alter? Ja, erstmal eine Snade und dann noch eine Stun. Er weiß es einfach, Mann. Kinetik an, Digga. Was ist mit dir? Was ist mit dir? I am Recoil Swedish, Digga. Du gehst 6-6, Mann. Mach dir erstmal Kinetik an, der Profi. Ja, komm, fick mich alle in den Arsch. Ah, nee. Nice. Nein, ich hab nur noch eine Kugel. Ich Huren. Tochter eines Hurensohns. Der Akku-Member ist im Gegnerteam. Ui. Hi. Boah, wenn er mich auf Streak holt, boah, da wird John salzig. Da werde ich richtig wütend, glaube ich. Aber das wird nicht passieren, Freunde, das wird nicht passieren. Sitz gemütlich. Controller liegt gut in der Hand. Mein Aim ist on point. Da kann uns jetzt eigentlich nichts mehr großartig schief gehen hier. Kommt er jetzt hier? Boah, Digga. Oh Gott. Er hat kein Headset auf, perfekt. Active, scheiß drauf. Lass uns hier nicht von Abo 50. Das sind eher auch Gamertexte in der Runde. Das ist wirklich, man kann die überhaupt nicht einschätzen und überhaupt nicht ahnen, die Leute. Nice, den haben wir. Das sind jetzt 1 von unserer Drohne. Oh lol, das ist ein Gegner. Perfekt. So, jetzt ruhig spielen, John. Jetzt ruhig spielen. Wir sind auf einem sehr guten Weg hier. Nein, nein, nein.
Angst. Wieso hat kein Schuss connected? Hier ist auch einer. Nice, wir haben verbessert. Oh, nein, das schaffen wir jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol. Scheiße, hier. Oh Gott. Hier sind sie alle oben. Er hat mich gesehen. Wir holen erst den hier. Nein, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Active an. Nice, Freunde. Fucking let's go, Alter. Roboter, unbarmherzig Streak ist am Start hier. Geile Challenge und geile Runde, wie ich finde. Gut gespielt. Natürlich hat die Lobby wieder hier ordentlich mitgespielt. Die Gegner sind schon echt wieder gut beschränkt. Aber das ist... Das gehört auch dazu, Freunde. Das gehört auch dazu. Also kann mir keiner erzählen, dass hier jemand in der schwitzigen Lobby so eine Runde spielt. Oh mein Gott. Wir sind noch am Leben. Ich hau mal ganz kurz den Roboter nicht raus. Die epische Musik bleibt auch einfach mal ganz kurz an. Ich will jetzt hier nicht zu viel labern. Aber... Nein, Spinne. Wir sind auf 20er-Streak, Freunde. Wir sind auf 20er-Streak gerade. Absolut nervös. Nice. Wir müssen uns beeilen. Ich hab so Herzklopfen gerade. Nein, nein, wieso connecten die Schüsse nicht? Verbesserte Drohne. Wir haben keine Munition mehr. Verbesserte Drohne, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Wir können eine Juggernaut machen. Nein. Scheiße. Nein, glaub nicht, die Kills hier, fix das. Nein! Nein, wie viel waren wir vor? Holy fucking shit! Jungs, was war das für eine Runde? Alter Schwede! Digga! Ich bin absolut zittrig gerade. Wir haben hier fast eine Juggernaut mit der fucking DMR1 gemacht. Oh mein Gott. Holy shit. Das war, denke ich mal, eine geile Runde, Freunde. Das war eine geile Runde mit der Dildo DMR1. Hashtag Dildo DMR1. An der Stelle gerne in die Kommentare, Freunde. Ich will hier 100 Kommentare für dieses Gameplay. Hashtag Dildo DMR1 sehen. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass wir so schnell es schaffen und dann auch noch so lecker, so ein leckeres Gameplay hinlegen. Mal ganz kurz gucken, was für eine Streak. Brutal waren wir aber schon, oder? Brutal müssen wir eigentlich gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Streak wir waren. Wo können wir das hier sehen? Medaillen. Ja, brutal waren wir. Wir waren auf 25er Streak. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Sogar noch gegen einen RQ-Member. Grüße gehen raus an dich. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen am Sonntag, wenn wir dann hoffentlich die DMR1 auf Gold gebracht haben. Bis zum nächsten Schnitt. Das ist so sinnlos, dass ich das jedes Mal sage. Es tut mir wirklich leid, aber irgendwie, ich muss mir im Kopf meine Struktur halten, weil ich nehme das ja an verschiedenen Tagen auf und dann beim Schneiden und ach, halt die Fresse. Nächster Cut. Ich bin jetzt gleich der glücklichste Mensch der aller Zeiten, wenn wir jetzt noch den einen letzten kommen, das ist er. Ja, 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 Herbsttarnung. Diamant. Jungs, Alter, ich träge so durch. Ich bin so froh. Nice. Es ist 17 Uhr, Alter. Seit, wie gesagt, 2-3 Stunden sitze ich hier nur an diesen Hurensohn-Fernkämpfer. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall diese Episode von Roadstar gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei neuen COD-Videos. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao.